ist Johannes Mumbauer, ich bin der Einsatzleiter hier an der Einsatzstelle, stellvertretender Amtsleiter der Berufsfeuerwehr der Wiesbaden. Gegen 23.20 Uhr kam ein Notruf bei uns in der Leitstelle rein. Es wurde gemeldet, ein Wohnungsbrand in der Bölkestraße. Daraufhin wurden nach der Alarm- und Ausrufeordnung die Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie die örtliche Freiwillige Feuerwehr Kastell und Postheim alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss. Kurz darauf schlugen auch Flammen aus dem Dachgeschoss, aus dem Fenster des Dachgeschosses raus. Der Einsatzleiter, der zuerst hier vor Ort war, ordnete sofort an, einen Trupp unter Artenschutz und einen Zero im Innenangriff, um zu kontrollieren, ob noch Personen im Gebäude sind. Dies hat sich nicht bewahrheitet. Glücklicherweise, die Bewohner waren beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr bereits schon aus dem Gebäude draußen. Sukzessive wurden die Maßnahmen erhöht. Wir hatten nachher insgesamt 5 C-Rohre im Einsatz, 3 im Außenangriff und 2 im Innenangriff, um den ausgedehnten Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss zu bekämpfen. Es sind insgesamt 18 Personen gemeldet. Diese Personen werden zurzeit in unserem Betreuungsbus betreut durch Bedienstete des Rettungsdienstes sowie auch Personal der SIN, die sich jetzt auch darum kümmern, dass diese Personen eine andere Bleibe für diese Nacht bekommen, weil das Gebäude ist komplett unbewohnbar. In jeder Etage, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und Dachgeschoss befindet sich jeweils eine Wohnung. Das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss ist komplett ausgebrannt. Das Erdgeschoss war kein Feuer feststellbar, aber durch den großen Einsatz des Wassers ist auch diese Wohnung nicht mehr bewohnbar. Immer davon aus, dass sich eventuell noch Personen im Gebäude befinden. Und bei solch einem ausgedehnten Wohnungsbrand in mehreren Räumen, Vollbrand, hat man eine unheimlich hohe Temperatur. Und das setzt den Einsatzkräften mächtig zu. Das heißt, man braucht relativ lange, bis man in die einzelnen Räume reinkommt. Man muss erst eine Brandbekämpfung vornehmen, um dann sicher zu sein, dass sich keine Personen mehr in den einzelnen Räumen befinden. Suchen das Gebäude dauerhaft ab, auf irgendwelche eventuellen Brutnester noch. Und das wird uns noch die nächsten 2 bis 3 Stunden. Ja, wir hatten jetzt ungefähr 50 Einsatzkräfte vor Ort und hatten die einzelnen Feuerwachen, Feuerwache 1 und 3, mit zusätzlichen freiwilligen Feuerwehren in einer Wachbesetzung besetzt. Also ganz zwingend ist, die noch nicht mitbekommen hat, dass es ein Feuer gibt, sofort diese Leute informieren, alarmieren und dann sofort das Gebäude verlassen und dann so schnell wie möglich den Notruf absetzen, sodass die Feuerwehrkräfte schnellstmöglich an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen einhalten können.